Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage. Und das ist heute mal ein ganz besonderer Titel, denn wie ihr sehen könnt, spielen wir ein Spiel von Lucasfilm Games, die etlichen bestimmt später bekannt sind als LucasArts. Schon damals für den 8-Bit-Computer haben die Jungs Games produziert und heute spielen wir Rescue on Fractalus. Das Spiel selber eigentlich hochgradig innovativ. Es handelt sich um einen Action-Flugsimulator. Wir werden Vektorgrafiken sehen, wir werden adaptive Schwierigkeitsgrade sehen. Also es gibt jede Menge Dinge in diesem Game, die einfach richtungsweisend sind. Das war schon Lucasfilm immer. Wir sind im Jahre 1985 im Übrigen, da kam dieses Game raus. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ja, was gibt's noch zu diesem Spiel Interessantes zu sagen? Es erschien unter dem Namen Rescue on Fractalus. Das Interessante war allerdings, dass es eine geleakte Version vorher gab, die da hieß Behind Jaggy Lines. Der Name kam daher, dass die Außerirdischen, mit denen wir uns hier im Krieg befinden, von Lucasfilm den Namen Juggies verpasst bekommen haben. Unsere Aufgabe in diesem Game ist es, jetzt auf diesen Planeten herunterzufliegen und dort Piloten einzusammeln, die im Kampf mit den Juggies abgestürzt sind. So, einen haben wir hier schon unmittelbar in der Nähe. Den lassen wir gleich mal einsteigen. So, und da kam schon von da... Da ist er doch, siehst du, ich wollte schon sagen, ich hatte doch eben gesehen, dass... Ah, Mann, geh weg. So. So, und den Turm haben wir auch erwischt. So, den ersten Piloten haben wir schon im Sack. 3 Stück gilt es zu beschaffen in diesem Level. Und, uiuiui. Warte. Boah, Hilfe. So, da ist der nächste Pilot. Da wollen wir doch mal schön hin. So, wir müssen bis auf eine Reichweite von 2 an den Piloten ran. Dann verlässt er sein Schiff und begibt sich zu uns. Ihr habt ja eben gehört, er klopft dann. Man kann die Tür auch nicht aufmachen. Dann wird das Klopfen zunächst etwas hektischer und stirbt dann so langsam aber sicher weg, weil die Jungs keine Luft mehr haben. ja. Gab mal Zeiten, da haben wir das sehr lustig gefunden. Es ist auch heute noch irgendwo lustig, aber irgendwie nicht so ganz Sinn und Zweck dieses Games. Schauen wir mal. So, also. Aha. Da schlägt die Reichweite wieder an. Ah! Mistdinger. Gucken, fliegen wir mal hier durch den Canyon. Na, obwohl. Will er uns den nicht mehr so richtig. Wir müssen hier wohl direkt rüber. So. Einmal landen. Da ist er. Okay, komm rein, Junge. Ah, guck mal, sieh mal, schau, da ist auch schon gleich der nächste. Okay, unser Mutterschiff ist zurückgekehrt, das ist schon mal prima, hilft uns nur nichts. Also wir müssen schon alle... wir müssen schon alle Piloten abholen. Einfach, damit wir... Na? So, einfach damit wir... nicht nochmal wieder runter müssen, weil wenn wir nicht genug Piloten mitbringen, dann schicken die uns halt dementsprechend wieder runter und sagen, ja, Moment mal, aber da fehlt ja noch einer. Sehr schön. Ah, der ist aus der Sichtweite. Komm ran.
Gut, jetzt starten wir die Nachbrenner. Und starten wieder ins All. Gut, wir könnten jetzt mit Level 5 natürlich weitermachen, aber ich habe was anderes vor. Dieses Spiel hatte nämlich die Möglichkeit, dass wir durchaus auch mal ein paar Level überspringen konnten. Warum mache ich das? Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ah, ich komme bis Level 8. Na gut, dann nehmen wir den. Was? Ich sagte doch, ich will zu Level 8. Aber wir können nur 3 Stück überspringen, okay? Im späteren Verlauf des Spieles kommt noch etwas, das ich euch zeigen will. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Level hier händisch nach vorne arbeiten, dann, dauert das halt eben so seine Zeit. Und deswegen bin ich über dieses Überspringen-Feature eigentlich so gar nicht ganz so traurig. Ganz im Gegenteil. Auf geht's. So, wir haben wieder Kontrolle über das Schiff. Und dann schauen wir doch mal. Ach, guck mal da. Gleich mal landen. Ja, komm, nimm die Beine in die Hand. Wir haben keine Zeit. Schibub, schibub. Was man halt auch nicht machen sollte, ist, während der Typ... Wow, sind hier gleich eine ganze Menge. Während der Typ halt eben auf einen zugelaufen kommt, die elektrischen Systeme wieder anzuschalten, weil sonst wird er im Kraftfeld gegrillt. Auch das haben wir hin und wieder gerne mal gemacht. So, und das gleich der nächste. Menschenskinners, es geht ja hier wie am Schnürchen. Das hatte ich so auch noch nicht, dass das wirklich so zack, 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 zack geht. Na Mensch. Schauen wir mal, 3 Stück brauchen wir noch. Da ist auch noch ein abgestürzter Pilot. So. Machen wir hier wieder nach rechts. Guck mal hier, da wunderbar. Sehe ich ihn irgendwo? Ja, da ist er. Sehr schön, das Mutterschiff ist auch schon da. Aber wir sind zu hoch. Mein Gott. Ah, guck mal, schau mal in der See. Dann komm mal her. Oh, it's the Ace! Cool! Das hatte ich auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Boah! Cool, wir haben das Ass gerettet. Das gibt bestimmt nochmal extra Punkte. Super. So, jetzt holen wir den letzten Piloten noch. Komm schon. Mhm.
Okay, hier ist irgendwo, ne? Oder nicht? Ah, da, ich wollte schon sagen, irgendwo muss er dann doch auch sein. Ah, sehr schön. Mal gucken. Ach, da ist er. Sehr gut. Da ist der Turm, aber ich denke mal, da brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen. Alles klar, landen. Na, dann komm mal rein. So, auf geht's, Nachbrenner zünden und dann werden wir mal nach Hause fliegen. Man kann auch unten bleiben, das ist kein Problem. Kann er mehr Piloten aufsammeln, gibt er dann entsprechend Bonuspunkte, das ist klar. Ist jetzt halt eben noch nicht so ergiebig, ne? Ich meine Güte. So. So, und dann werden wir jetzt nochmal überspringen. Weil dann kommen wir in den Bereich, von dem ich jetzt gesagt hätte, da müsste das passieren, was ich eigentlich zeigen wollte. Auf geht's! Was ich an diesem Spiel auch so faszinierend finde, ist, es passiert alles auf einer 2D-Tapete. So, und sie schaffen es mit diesen ganzen Tricks und allem drum und dran, das wirkliche Gefühl von Bewegung und Tiefe zu vermitteln. Das finde ich richtig genial. Also, kann ja sagen, was man will, aber Lucasfilm oder LucasArts waren schon immer wirklich ein ungeheuer kreativer Haufen. Das finde ich richtig genial. So, na, mein Freund. So. Perfekt. So, genau, ich hatte doch auch noch hier links was gesichtet gehabt. Okay. Nanu? Uiuiui, ja, da muss man aufpassen. Wir haben ein automatisches Kollisions Vermeidungssystem. Das ist zwar sehr schön, aber sorgt halt eben dafür, was wir eben gesehen haben, es leuchtet dann so rot. Und dann wird uns Treibstoff abgezogen. Wenn wir keinen Treibstoff mehr haben, dann schmieren wir ab, logischerweise. Gegnertreffer sorgen auch dafür, dass wir Treibstoff verlieren. Da ist er. Sehr schön. Und natürlich schnelles Fliegen. Also ich kann natürlich jetzt noch die Geschwindigkeit hochpacken, aber in der Regel kriegen wir eigentlich, ne? Wo ist er? Kann ich ihn sehen? Uah. Analoger Joystick, furchtbar. So, System aus. Sehr schön. Ja, das geht hier wie am Schnürchen, das mag ich. Kann die Tür auch jetzt schon mal aufmachen. Das ist natürlich auch kein Problem. Dann steigt er gleich direkt ein und klopft nicht. So, schauen wir doch mal. Aha, da ist noch ein Turm oben auf der Kuppe. Oh, das war knapp. Aber ich habe ihn erwischt. So. Ui, noch ein... Ja, Wahnsinn.
Gibt's ja nicht. Coole Nummer. Das nenne ich Fuffel-Effekte. Gleich zwei Stück in einem Game. Wow. Ups. Na, da. Das Mutterschiff ist auch wieder da. Prima, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ah, da ist er. Okay. Und, ah, gleich der nächste. Perfekt. Autsch! Los, komm her hier, steig ein und mach hin. Oh, bam! So. Wow, wo haben wir denn hier noch einen? Wow, noch ein UFO. Nicht schlecht. So langsam komme ich in das Game wieder rein. So, wir könnten jetzt eigentlich wieder zurückfliegen, aber das will ich nicht. Warum? Ganz einfach, das, was ich euch zeigen wollte, habe ich euch noch nicht gezeigt. Und meine Güte, hier ist noch ein Pilot, den können wir noch mal schnell mitnehmen. Und solange welche in der Nähe sind, können wir das auch noch mal weiter versuchen. Ich würde euch gerne noch eine bestimmte Sache zeigen. So, dann drehen wir nochmal schnell einen Kreis. Gut, dann gehen wir einmal hoch und werden dann den Schwierigkeitsgrad nochmal ein wenig drastischer erhöhen. Vielleicht klappt ja dann das, was ich vorhabe. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Level 16. Aber so ungewöhnlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, was ich eigentlich wollte, nicht passiert ist. Sehr komisch. Also, starten wir. Dum-di-dum-dum-dum. So, 10 Piloten sind zu holen. Ja, jetzt ist hier auch schon so einiges los. So, wunderbar. Eieiei. Thank you.
Und weiter im Text. Gut. So, jetzt wollen wir mal gucken. Irgendwo noch. Eieieiei. Ah, ich hab wieder. Ah, hier, warte. Komm. Wo ist er? Da. Sehr gut. So, nix mehr. Autsch! Mann! Noch ein Pilot. Wo ist er? Okay. Abdrehen. Ja, dem sind wir auch quasi auf den Kopf gelandet. Ah, sehr gut. Oha, geht's ja. Mal wieder richtig rund. Ich war auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, lange nicht mehr in so einem Level unterwegs. Oh, zu hoch. Na? Oh. Stell dieses Thema aus, dann können sie mich nicht mehr orten. Erschreckt? Oh ja, das war herrlich. Das, meine lieben Leute, war ein Juggy. diese kleinen grünen Viecher, versuche ich auch immer nach Möglichkeit, den Piloten ins Gesicht zu bekommen, weil man erkennt sie halt eben. Sie sind grün und nicht weiß, so wie unsere Leute. Oder halt eben lila. Und so hat man dann die Möglichkeit, sie vorher schon entsprechend zu braten. Und, ach ja, meine Güte, als kleiner Schleppke hab ich so einen Schiss vor diesen Viechern gehabt. Sie kommen halt an der Scheibe hoch und prügeln da drauf ein. Ich meine, jetzt spiele ich hier in einem 24-Zoll-Monitor. Man darf eine Sache nicht vergessen, die Auflösung, die Originalauflösung hatte 320x240 Pixel? Ich glaube, ja. 320x200? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendetwas relativ Geringes, logischerweise. Und, meine Eltern hatten für damalige Verhältnisse auch einen ziemlich großen Fernseher. Das müssen so um die 90 Zentimeter gewesen sein, in Sachen Bildschirmdiagonale. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie groß dieses Mistvieh war, als, es da an dieser Scheibe hochgekommen ist. Ja, also das war schon... Und ich war, weiß ich nicht, in dem Alter war ich vielleicht, lass mich maximal 8 oder so gewesen sein. Und ich habe mir da so was von in die Buchse gekackt. Ich meine, meine Güte, ich kannte so etwas nicht. Ja, wenn ich halt eben überlege, was für Games dann mein jüngster Bruder halt eben im gleichen Alter zockte.
Ja, der hat sich über sowas totgelacht. Verstehe ich ja auch. Ich meine, heute sehe ich das natürlich auch noch eine ganze Spur anders. Aber damals, oh Gott, was habe ich mir in die Buchse gemacht? Das war der Hammer vor dem Herrn. Ich sage euch das. Das Interessante ist, so, das Interessante ist, dass so will es die Legende, wie sie in meiner Familie erzählt wird, es gibt noch einen weiteren Pilotentypen, den man hier treffen kann. Soll einen blauen Kopf haben, nicht einen lilanen wie das Ass. Und dieser Kollege... Oh, guck mal hier, drei in einer Reihe. Das ist doch ganz schickilagi. Und das ist auch ein Pilot. Komm, mach gleich auf, die Luke hier. Kannst reinsteigen. Und die Legende will es, dass diese Kollegen in Blau sich ganz normal benehmen. Nicht wie ein Alien. Sondern halt eben... wie Piloten an der Tür klopfen und alles andere auch. Aber sobald man sie dann halt eben reinlässt, machen sie einen kalt. So, und das ist halt eben der Punkt, wo ich sage so, super, ganz großes Kino. Deswegen will ich eben immer nach Möglichkeit sehen, wen ich mir da reinhole. Ne? Wobei ich halt eben, wie gesagt, bis heute nicht weiß, wie viel davon real ist und... Oh, Jungs, hör doch mal auf damit. Und wie viel Legende. Ist aber auch egal. Denn ich finde, dieses Spiel macht schon ungeheuer Spaß. Das kann man nicht anders sagen. Sowohl für damalige Verhältnisse als auch für aktuelle Retro-Freunde ist das, glaube ich, immer noch ein sehr probates Spiel. Weil es halt einfach wirklich echt Spaß macht. Es ist, wie man sieht, vom Schwierigkeitsgrad her doch durchaus moderat. Aber... es ist launig und das finde ich ist, glaube ich, ganz schön. Ich meine, wir haben jetzt auch schon fast eine halbe Stunde hier gespielt, ne? Und ich glaube, da kann man echt nicht meckern. Sehr schöne Titel von Lucasfilm und wir werden auch noch mehr Titel von denen hier sehen. Beim nächsten Mal werden wir etwas anderes spielen, nämlich World Karate Championship. Dürfte einigen noch bekannt sein unter dem Namen International Karate. Warum ich hier jetzt einen anderen Namen verwende, das erkläre ich euch dann, wenn wir das Spiel spielen. Und ich denke mal, bei einigen werden da jetzt sicherlich auch die Augen leuchten, weil International Karate oder halt eben World Karate Championship wieder mal genialer Soundtrack und auch für die damalige Zeit ein richtig geniales Spiel. Gehörte teilweise auch zur Kategorie der Joystick-Crasher, aber das erkläre ich dann auch, wenn wir dabei sind. Also, genügend Gründe, um beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ich bin raus. Genug Piloten gerettet für heute. Jetzt müssen die mal einen Augenblick ohne uns auskommen. In diesem Sinne, bis dann. Macht's gut. Ciao.